erstmal. So, und da sind wir wieder. Und ja, ein weiterer Teil. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an der Serie. Aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist das der Fall. Wir haben zuletzt gut gespielt, haben 3 Siege am Stück feiern können mit unserem neuen Team Dover Athletic und sind damit raus aus dem Keller. Da unten waren wir letzter mit, wir erinnern uns, 10 Punkten. Mittlerweile sind es stolze 19 Punkte. Und das Ganze sieht doch schon mal deutlich besser aus als noch zu Beginn. Trotz alledem ist das nicht unser Anspruch. Wir wollen weiter hinauf. Wir wollen unsere Media Prediction vielleicht erreichen. Das wäre der 9. Platz. Davon trennen uns aktuell 7 Punkte. Und die wollen wir natürlich erreichen. Jetzt allerdings erwartet uns erstmal ein Spiel, das wir uns natürlich nachher angucken wollen. Das ist der FA Cup. Und was wir aber dazwischen haben, ist etwas Zeit. So, und die hatten wir bisher noch nicht. Und ich habe ja gesagt, ich will mal mit euch 2, 3 Dinge noch tun, wenn wir die Zeit dafür haben. Eines davon ist beispielsweise das individuelle Training. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Und zwar gehen wir tiefer ins Training und schauen uns als erstes mal an Assistenztrainer. Da seht ihr schon, welche Trainer hier tatsächlich einen Teil des Trainings übernehmen. Das ist einmal der Co-Trainer, das ist einmal der Torwarttrainer und das sind einmal wir. Jetzt können wir den Co-Trainer fragen und sagen, pass mal auf, setz doch mal den Fokus und mach das Training so, wie du denkst, dass es am besten verteilt ist. Jetzt sehen wir hier verschiedene Abschnitte. Fitness, allgemein Torhüter. Bei Fitness wird der Trainer genommen, der dort am meisten einbringt. Dann wird bei Taktik der Trainer genommen, der dort am meisten einbringt. Bei Ballkontrolle der am meisten einbringt. Defensivspiel. Und natürlich auch am Ende des Tages beim Torhüterspiel. So, jetzt sehen wir hier Jack Label, der hat beispielsweise Kraft Aerobic, ist nicht ausgewählt. Jetzt könnte ich den auswählen. Dafür gebe ich aber was anderes auf. Wenn ihr das gesehen habt, nochmal zurück. Also wir sehen, der kann sich halt aktuell nur auf ein paar Dinge richtig gut konzentrieren. Wenn wir ihm nur 2 Trainingsbereiche geben, dann kann er sich dort mit 2 Sternen konzentrieren. Das sind meistens seine stärksten Attribute, auf die er sich hier tatsächlich konzentriert. Das ist beispielsweise, wir gucken mal gerade drauf, das ist hier der Jake Lieber. Der hat defensiv 9, das heißt, das ist sein bester Wert. Und Taktik ist die 8. Das sind die beiden besten Werte. Das heißt, wir wissen automatisch, ja, der Junge, der kann am besten eine Taktikschulung machen und eine Defensivschulung machen. Ja, unser Torwarttrainer sollte logischerweise beim Torhütertraining die meisten Attribute haben. Wenn wir ihm 2 geben, ist er dort sehr konzentriert. Wir geben ihm jetzt mal ein weniger. Wir sehen, dass wir einen halben Stern dazu gewinnen. Das ist der Unterschied. Das müsst ihr euch einfach nur klar machen. Wenn wir jetzt hier 1 wegmachen, okay, bei uns ist es jetzt mal gerade nicht der Fall. Wahrscheinlich, weil wir überall gleich schlecht sind. Deswegen ist es egal, warum wir dann diese verschiedenen Trainings hier machen, weil wir dadurch keinen Stern mehr verlieren. Deswegen sind wir hier auch ausgewählt und haben jetzt den Fokus etwas verändert. Wenn wir euch jetzt nochmal gerade daran erinnern, dann müsst ihr vielleicht jetzt nochmal kurz zurückspulen, wie das am Anfang aussah, unten hier mit der Belastung. Jetzt haben wir also nach dem Co-Trainer, den wir gefragt haben, die optimale Belastung ausgewählt. Das ist schon mal der erste Schritt hin zum besseren Training. Dann individuell. Haha. Also, wir sehen hier Position und Rolle. Das merken wir uns erstmal. Jetzt deaktivieren wir den Trainingsschwerpunkt, entfernen den. Wir sehen hier bei Tom Murphy zentraler Mittelfeldspieler, Innenverteidiger bei Tyrene Sterling und wir machen Trainingsschwerpunkt entfernen. Was wir entfernen ist dann Position, Rolle, zack, alles weg. Okay? Also Sterling hat jetzt kein Training mehr. Und wen hatte ich gerade noch aufgezählt? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, unglaublich. Ich habe schon wieder vergessen, wer der andere war. Ist ja auch egal. Ich glaube, irgendwas im Mittelfeld. Unglaublich, ehrlich. Oh Mann. Naja, gut, dass ich mir nicht so viele Sachen merken muss. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Rollen. Und die wollen wir natürlich gut trainieren. Wir haben zum Beispiel den Torjäger und der ist Knipser. Das wissen wir. Die Trainingsbelastung ist aktuell für alle okay, wenn wir nochmal in die Übersicht gehen. Das heißt, aktuell sind fast alle mit dem Training zufrieden oder sind alle zufrieden. 29 Spieler sind sehr zufrieden mit dem Training. Hier oben sehen wir in farblich markiert, welche Trainingsschwerpunkte in den nächsten Tagen auf uns zukommen.
So, wenn wir denen jetzt extra Training geben, obwohl die beispielsweise eine Rolle, die wir für die ausgewählt haben, schon perfekt spielen, dann werden die mit der Zeit unzufrieden, weil die Trainingsbelastung so hoch ist und ihr erhöht die Wahrscheinlichkeit, Verletzungen zu riskieren. Das heißt, in unserem Spielsystem brauchen wir den Knipser. Muss ich jetzt allerdings meinen Stephen Payne hier, muss ich dem noch den Knipser beibringen? Nee, muss ich nicht, denn Knipser füllt der schon perfekt aus. Dementsprechend braucht ihr hier in solchen Situationen dieses nicht mehr trainieren. Dies ist hier schon im besten Zustand, das heißt, da können wir nichts mehr besser trainieren. Da kann er zwar dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, was er sich dann noch anguckt, um das zu verfeinern, vielleicht nichts zu verlieren oder wie auch immer, aber grundsätzlich, gerade da wir hier im semi-professionellen Bereich sind, trainieren wir auch nicht so häufig, lassen wir das dann weg. So, jetzt haben wir aber andere Stürmer und die sind da halt nicht so gut. Ja, hier sehen wir Knipser nur halb ausgefüllt. Dann sehen wir hier den Ricky Miller, der den Knipser auch einigermaßen auswählt, ja schon getroffen für uns. Und John Coffey, der eigentlich unser bester Stürmer wäre, wir aber, ja, weil er die Rolle besser ausfüllt, Stefan Pine oder Payne, ich sage es immer die ganze Zeit anders, ist mir schon aufgefallen, ich sage das immer in zweierlei Variante. Dann müssen wir uns halt überlegen, okay, dann lassen wir lieber den spielen, der die Rolle besser ausfüllt. So, der füllt die jetzt aber schon perfekt aus, dementsprechend brauche ich hier nichts mehr trainieren. So, dann haben wir zwei Torhüter und auch da haben wir den mitspielenden Torwart. Zack. Achso, sorry. Ja, was haben wir gesehen? Upsala. Jetzt habe ich es hier gleich komplett durcheinander geworfen. Was haben wir gerade gesehen bei Rafferty? Dass er nämlich schon den mitspielenden Torwart perfekt macht. Dementsprechend brauchen wir hier gar kein Training mehr absolvieren. Mit Walker sieht die Situation schon wieder anders aus. Mitspielender Torwart. Zack. Und das Ding wird trainiert. So, damit haben wir jetzt erstmal ja, die einfachsten Rollen schon mal besetzt. So, jetzt haben wir ja einige Rollen, die bei uns auch noch nicht perfekt funktionieren. Nämlich ballspielender Verteidiger haben wir ausgewählt als Innenverteidiger. Dementsprechend muss auch ein Sam Magri logischerweise das hier können. Auf den Außen haben wir Flügelverteidiger. Dementsprechend müssen wir das auswählen. Tom Morris. Das ist jetzt halt immer die Frage, da muss man dann auch gucken. Es gibt natürlich Überschneidungen. Da dürft ihr euch, darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Es wird immer Überschneidungen geben, dass beispielsweise einige Positionen, dass ihr mal rochiert mit den Personen, dass die zum Beispiel nicht immer nur auf dem Mittelfeld balleroberende Position spielen, sondern vielleicht auch mal dann den Box-to-Box-Mittelfeldspieler geben. Dementsprechend muss man gucken, welche Spieler man tatsächlich auch im individuellen Training haben möchte, wo man sagt, da muss noch was getan werden, da fehlt es vielleicht noch. Zum Beispiel hier Orlu, weiß ich, dass der in der Innenverteidigung unser drittbester Verteidiger ist, aber die Beispiel in der Verteidigung, den füllt er halt nicht besonders gut aus. Dementsprechend ist er bei uns auch hinten dran nur auf Nummer 3. Dann haben wir beispielsweise Diallo, der oft für Ayala kommt. Da haben wir dann den nach innen ziehenden Angreifer, den er perfekt ausfüllt. Dementsprechend brauchen wir auch hier wiederum nichts tun. Ja, Diallo ist also schon für uns der Mann, der die Position, die wir auserwählt haben in dem System, perfekt spielt. So, hier, der kann rechts und links, aber wir sehen beides mal nach innen ziehender Angreifer ist nicht seine beste Rolle. Und wir werden das jetzt mal auf links etwas trainieren, wobei wir das auch auf rechts trainieren könnten, aber die Rolle soll er einfach besser ausfüllen und hier auf links spielt er die schon sehr gut, auf rechts spielt er die noch nicht so gut. Dementsprechend werden wir das mal für ihn festlegen. So, und ihr versteht jetzt hoffentlich das System, so wie ich mir das dann auch immer überlege. Also, man schaut, welche Spieler kommen wohin, welche Position spielen die. Zum Beispiel Dervidic, wenn ich jetzt mal ganz kurz in die Taktik gehe, dann sehe ich, dass der hier den zurückgezogenen Spielmacher macht. Bellamy ist der Box-to-Box-Mittelfeldspieler und Freiter, der Geliehene, macht den balleroberenden Mittelfeldspieler. Dem brauche ich jetzt kein individuelles Training geben, weil ich den vermutlich eh nicht verpflichten kann, weil er zu teuer ist. Und das hatten wir ja schon mal probiert, können ihn also nur leihen und dementsprechend wäre jetzt hier natürlich interessant, Dervidic und auch Bellamy noch eine Möglichkeit zu geben, individuell zu trainieren. Also Dervidic, den werden wir jetzt mal auf den zurückgezogenen Spielmacher machen und Bellamy Box to Box. Dementsprechend wieder ins Training, individuell. Und dann haben wir gesagt, Bellamy ist der Box to Box. Und wir haben noch, ich habe gerade echt schon wieder überlegt. Also, ihr wisst, also ganz ehrlich, ich habe wirklich echt Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber wir gehen nochmal zurück. So, also Mittelfeldspieler und der hier ist natürlich der zurückgezogene Spielmacher. So, damit haben wir.
die Trainingsschwerpunkte für uns jetzt erstmal ausgewählt. Ja, warum trainiere ich den Rest jetzt nicht? Weil die erstmal wenig zum Einsatz kommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spielen die Position entweder schon gut oder sind nicht besonders interessant. Hier zum Beispiel, ja, könnte man noch machen. Aber wie gesagt, ich will auch nicht immer allen alles Mögliche trainieren lassen, weil das dann auch dazu führt, dass natürlich es Probleme gibt mit der Trainingsbelastung. Darüber müssen wir uns jetzt auch im Klaren sein. Wir müssen auch beobachten, wie sich das jetzt entwickeln wird. Ob die Spieler weiterhin damit zufrieden sein werden oder ob es viele Beschwerden gibt. Gerade in den unteren Ligen kann es schon mal sein, dass dann enorm hoher Anteil an Beschwerden reinkommt. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze darstellt. Aber ich hoffe, dass man das schon mal so grundsätzlich verstanden hat. So, dann gibt es noch eine Geschichte. Jetzt muss ich mal gerade an mein Handy, so, weil ich habe vorhin ein schönes Foto gemacht. So, es gibt ja auch immer so eine schöne Möglichkeit, Regens zu verpflichten. In England ist es irgendwie Anfang oder Ende März, ich glaube Anfang März, aber es gibt, also Regens heißt einfach nur Regenerated Players, also Player oder Spieler, die neu ins Spiel dazukommen, vom Spiel selber oder entworfen. Das sind dann unter, ja, ich sag mal, die kommen dann, glaube ich, mit 15 oder jünger, kommen die in die Ligen rein. Und da gibt es einfach eine Möglichkeit, die Spieler auch zu suchen. Da gibt es nämlich so eine schöne Liste an verschiedenen Spielern oder Teams, die, ja, ich sag mal, sehr, sehr hohe Jugendfacilities, also Jugendeinrichtungen haben. Und dort findet man häufig sehr junge und gute Spieler. Ja, jetzt wissen wir allerdings auch, dass hier zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier drin bin, glaube ich, noch keine Regen-Player in dem Sinne entstellt wurden. Deswegen lohnt es sich noch nicht. Ich werde euch aber dieses Bild mit den besten Teams, mit den besten Jugendeinrichtungen mal zur Verfügung stellen. Vielleicht mache ich es auch gleich hier ins Video rein. Mal gucken. Und werdet euch dann, oder dann habt ihr die Möglichkeit, euch das Ganze mal anzuschauen. Und ja, wenn ihr an dem Punkt seid, dass dann bei euch zum Beispiel der Schritt kommt, dass da steht, dass ihr dabei seid, Jugendspieler aufzunehmen, dann müsst ihr genau diesen Schritt machen. Dann geht ihr nämlich in diese verschiedenen Vereine rein. Wie gesagt, ich stelle euch das Bild zur Verfügung. Dementsprechend gehe ich jetzt mal auf einen Verein davon ein. Das wäre, sagen wir mal, ich habe es vorhin noch gesehen, ich wollte nach Südafrika, ASEC, ist ein Verein, und zwar hier, und dann gibt es immer die Möglichkeit, beispielsweise hier junge Spieler auch zu verpflichten, der ist beispielsweise 17, und wir gucken mal auf den Marktwert, der beträgt 425 Euro, das ist zum Beispiel schon etwas, was dann interessant wird für uns, weil wir hier einen Schlüsselspieler haben und erkennen also, dass wir hier jemanden hätten, der eventuell also interessant für uns ist. Dementsprechend gehen wir dann hin und sagen, ja, wir wollen den einmal scouten, wenn es denn zur Verfügung steht. Jetzt haben wir hier aktuell nicht die Möglichkeit, den zu scouten. Das liegt aber an unserem beschränkten Scouting-Gebiet. Ja, aber grundsätzlich funktioniert das so, auch in höheren Ligen dann, nur mal als Tipp für euch, weil ich weiß, einige sind schon weiter, deswegen gehe ich jetzt überhaupt erst darauf ein, weil ich genau weiß, dass viele von euch natürlich dann junge Talente suchen, die günstig sind und versuchen halt auch Spieler recht früh in ihre Teams zu lotsen. Wer würde das nicht tun? Und das funktioniert über diese Liste, die man da einsehen kann. Ihr könnt auch selber mal durchklicken durch die verschiedenen Länder, welche Teams denn da die besten Jugendeinrichtungen haben. Aber es gibt so ein paar Clubs, die halt einfach außen vor stechen. Und diese Liste, die ist noch von 2015, aber könnt ihr auch durchaus in 2016 benutzen, denn ich glaube, dass keines dieser Vereine die Jugendeinrichtung plötzlich schlechter bewertet bekommen hat als zuvor. Dementsprechend könnt ihr die Spieler dort versuchen zu scouten, wenn ihr denn die Möglichkeit dazu bekommt. Ich kann es jetzt nicht, das liegt aber, wir gehen nochmal ganz kurz in den Verein, ich glaube, hier sehen wir es gar nicht, ich glaube in den Vorstand und da steht Scouting und der Vorstand hat der Beobachtung von Spielern innerhalb dieses Landes zugestimmt. Das müssten wir jetzt verändern. Wir müssten jetzt hingehen und sagen, okay Leute, wie sieht es denn aus? Scouting-Gebiet vergrößern. Und wir sollten den mal erhöhen und wir glauben, dass die Größe des uns bekannten Spielerpools ist derzeit groß genug, damit sie erfolgreich sein könnten.
Und ich glaube nicht, dass er jemals groß genug sein könnte. Ich würde wesentlich mehr Optionen haben, wenn wir ihn vergrößern würden. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Einschätzung, dass er groß genug ist, um ihre Ziele zu erreichen. Wir lehnen daher ihre Anfrage ab. Und was wir nur sagen können, dass, ja, dass es dadurch schwierig wird oder nahezu unmöglich wird, uns zu verbessern auf dem Transfermarkt. Und dass wir das ihnen wirklich nahelegen, sehr, sehr dringend nahelegen, da nochmal drüber nachzudenken. Oder dass wir von der Konkurrenz überholt werden. Agiert auf wir meinen, der Verein agiert auf einem akzeptablen Niveau, Antrags noch immer verweigern. Okay. Dann sage ich nochmal, ich kann gar nicht betonen, wie wichtig ich das halte. Das kommt mir so ein bisschen vor wie so Kind-Mutter-Diskussion, ja? Also die Mutter und wir als Kind, wir wollen irgendwie unser Spielzeug haben, wir bekommen es aber nicht. Und ja, wir tun mal nicht so, als wenn wir nicht enttäuscht wären. Und wisst ihr was? Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch gleich mal fragen, ob ich einen Trainerlehrgang bekomme. Wenn wir auch verstehen, also wir befürchten, dass sie das letztlich zu einem größeren Verein führen könnte. Daher tendieren wir dazu, das abzulehnen. Also bitte. Ihr Mangel an Ehrgeiz ist wirklich enttäuschend. Ich dachte, wir wären auf einer Wellenlänge, was die Vereinsambition angeht. Und jetzt haben sie also beschlossen, uns den Antrag zu bewilligen nach langer Zeit. Und aha, 840 € kostet das Ganze für den Kurs. Und wir werden also die C-Trainer-Lizenz machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in unserer Karriere. Wir gehen nochmal in unser Profil. Wir schauen uns nochmal die Werte an und werden darüber dann widersprechen. Diese Werte werden wir uns wieder angucken, wenn der Trainerlehrgang beendet ist. Denn dann werden wir hier ein Improvement sehen. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Denn wir wollen ja noch das FA Cup Spiel machen. Die vierte Quali-Runde steht dort an. Und in 6 Tagen ist es soweit. Ich habe mal geguckt. Ich glaube, der Verein ist aus der 8. Liga, 8. oder 7. Liga. Ich muss gleich nochmal reingucken. Payne schnellster vom Anschlusspunkt. Da fällt mir gerade ein, dass Payne, glaube ich, nur noch 6 Monate Vertrag hat. Das ist korrekt. Deswegen werden wir ihm mal einen neuen Vertrag anbieten. Und sagen, dass das Ganze bis 2018, ja, vielleicht lässt er sich ja auf 2018 sogar ein. Was war denn sein bisheriges Gehalt, bestehender Vertrag ist bei 500. Wir machen mal 650, verhandeln mal. Und damit ist er zufrieden und hätten ihn 3 Jahre verpflichtet. Und wir sagen abschließen und wären damit auch zufrieden. Der Vertrag ist jetzt nicht günstig. Das ist definitiv so. Das wissen wir auch. Aber wir müssen die Spieler, die was können, langfristig binden. Und es ist so, dass Payne für uns aktuell der beste Stürmer auf dieser Position ist, der auch solide trifft. Warum sollen wir den nicht langfristig binden? Und das tun wir hier oder versuchen wir zumindest zu tun. So, hier kommt mal der erste Scouting-Bericht. Wir gehen ja mal ganz kurz in die Mannschaft und sehen, dass sie also tatsächlich aus der 8. Liga kommen. Haben auch in den letzten Jahren nicht wirklich mal was anderes erlebt. Also die 8. Liga war so ziemlich das Höchste, was sie jemals gespielt haben und dementsprechend auch eine Mannschaft, die 3 Ligen, glaube ich, unter uns ist. Wir sind ja in der 5., wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend sollte das eigentlich eine Partie sein, in der wir dominieren und auch gewinnen. Aber ihr wisst ja, der Pokal und seine Regeln, das ist immer so eine Geschichte, die ist dann auch schon mal anders, die Geschichte, nämlich dass der Pokal seine eigenen Regeln schreibt und man am Ende der Blöde ist, weil man nämlich rausfliegt. So, wir sehen, dass Tom Murphy langsam wieder in die Mannschaft kommt. Das wird doch mal was. Und Modest scheint auch langsam wieder zurückzukommen. Dann Aswood Thomas, der auch noch lange ausfällt, 5 bis 7 Wochen. Aber zumindest ein kleiner Lichtblick am Himmel, am Verletzungshimmel, dass dort ein Spieler also wieder zurückkommt. Ein bis, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage, 6 waren es, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob der dann auch wieder rechtzeitig fit wird. Ich glaube, für das Spiel gegen Beaconsfield wird es noch ein bisschen früh sein. Wir können ihn aber vielleicht mit auf die Bank setzen, mal schauen, wie viel wir mitnehmen dürfen. Und
Wir sehen außerdem, dass nach dieser vierten Qualifikationsrunde anscheinend sofort die FA Cup Runde 1 ausgelost wird. Das würde für mich jetzt heißen, so verstehe ich das zumindest, erstmal die Sitzung abhalten. So, jetzt übrigens, ich glaube, das ist die erste Trainersitzung, die wir gemeinsam machen, kann das sein? Individuelles Training machen wir ja selber. Dementsprechend ja, schlagen wir jetzt hier individuelles Training aus. Dann Tom Murphy davon nach vorne zu gehen, wann immer es möglich ist. Auch das sind jetzt natürlich Trainings, die ja nicht individuell sind im Sinne von, dass eine Position erlernt wird, sondern es wird hier auf Attribute geschaut. Da könnt ihr aber auch ruhig mal ab und zu diese Dinger annehmen, weil so verkehrt ist das häufig nicht. Die schauen schon, also eure Assistenztrainer schauen schon auch auf die Rollen, die die Spieler ausfüllen müssen. Und meistens machen sie das Richtige. Wenn da jetzt ein totaler Mist steht, ihr müsst euch das schon mal durchlesen, dann ist das logischerweise mit Vorsicht zu genießen. So, Sterling sollen wir von der Transferliste nehmen, das tun wir mal. Orlu wäre der falsche Status zugewiesen. Er wird als Ergänzungsspieler betrachtet, aber es wird uns empfohlen, ihn als Stammspieler einzugliedern. Und Tingay ist auch der falsche Status zugerufen, ihn als Stammspieler einzustufen. Das verwerfen wir. Dann Diallo, auch das verwerfen wir. Dann das hier. Es wäre gut für seine Entwicklung, wenn er mehr Spielpraxis bekommen würde. 22 Jahre jung. Und wir bieten den mal zur Leihe an, weil das ist tatsächlich einer, den wir gar nicht gebrauchen können, wenn wir ehrlich sind. Tom Morris ist genauso einer, der aktuell, ich glaube, ganz jung dazugekommen ist. Ich glaube, das war der, den wir aus der Jugend geholt haben. So, da sollen wir jetzt natürlich einige hier versetzen. Tom Morris sollen wir zu U21 zurückversetzen. Das machen wir ja logischerweise nicht. Dann, dass Tom Roberts das Potenzial zu einem wichtigen Spieler für den Verein habe. So, wir gucken mal ganz kurz in den Spieler rein. Der ist 17, Torwart. Also das wäre noch einer. Hier wird also einfach ein bisschen was erzählt über Spieler. Der hier sieht zum Beispiel interessant aus. Das ist aber Luke Tingney. Den kennen wir ja schon in der Innenverteidigung. Dementsprechend brauchen wir da nicht wirklich was tun. Dann werden uns hier ein paar taktische Instruktionen angeboten. Auch die übergehen wir. Rolle ändern. Auch die übergehen wir. Was habe ich jetzt getan? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nein, habe ich nicht. So, auch das übergehen wir. Jugendeinrichtungen verbessern wäre natürlich schön, aber wir haben nicht das Geld dafür. Und dann soll der Sam Magri als Vorbild für Luke Tingay ja, sich anbieten. Und ich denke mal, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und wir bitten ihn, ihn also anzuleiten und Tingay soll der mal zu dem Gespräch dazukommen und wir sagen ihm also, guck doch mal, dass du mit dem Sam Magri zusammenarbeitest, das wäre doch eine gute Idee. Was ihr aber allerdings wissen müsst, ist dann, dass auch die Trainingsleistung darunter leidet, weil auch hierfür wird Kapazität beansprucht, Trainingskapazität, die er sonst frei trainieren könnte, Sam Magri, die er jetzt aber auf Tingay verschwendet, wenn man so möchte, je nachdem, ob das ein Spieler ist, den er später einsetzt oder nicht. Wir werden wieder gefragt, ob wir irgendwelche Spieler abstellen für das U18-Spiel. Das tun wir nicht, denn wir wollen schnellstmöglich noch ein Spiel. Und ich möchte das gerne noch sehen mit euch. Nachdem wir wieder viel gesprochen haben, viel über individuelles Training. Ich habe gesagt, ich gehe darauf dediziert ein. Und auch auf das Thema Regens, wobei wir da wahrscheinlich nochmal hinkommen werden, wenn es denn dann soweit ist und wir auch ja, die Möglichkeit bekommen, außerhalb des Landes mal zu schauen, denn natürlich gibt es in England auch junge Spieler, die bei großen Vereinen dazukommen, aber die sind dann sehr, sehr teuer und haben natürlich keine Lust, in die fünfte englische Liga zu wechseln. Ich glaube, das ist euch und allen da draußen klar. So, also für Beaconsfield ist es ja, bereits ein Erfolg, bis hier hingekommen zu sein und ja, man erwartet einen komfortablen Sieg von uns. Wir sind haushoher Favorit, 1,03, also für jeden Euro kriegt man nur 3 Cent raus, das ist gar nichts. Hier ist zum Beispiel wieder interessant, führende Ausbildungsvereine, dann auch in Schottland und Painter schreibt einen neuen Vertrag beispielsweise, haben wir hier gerade gesehen. Das geht natürlich von eurem Gehaltsbudget ab. Wir haben vorher eine Lücke von, ich weiß gar nicht, gehabt. Da hätte ich vielleicht mal vorher noch mit euch drauf eingehen sollen. Auf jeden Fall ist die Differenz, müsste jetzt geringer sein als zuvor. Denn jetzt haben wir tatsächlich Gehalt
bezahlt, denn aktuell kriegt er jetzt einfach pro Monat mehr Geld, das ist klar. Und pro Woche bekommt er auch mehr Geld und das Gehaltsbudget organisiert sich ja an der Woche. Wenn man jetzt einmal, ich weiß nicht, er kriegt jetzt 150 € im Monat mehr, da könnte er ja dann hochrechnen, 150 durch 4, da kriegt er ungefähr, ja, weiß ich nicht, ne? Ein paar Euro raus, ein paar gequetschte, die nicht wirklich interessant sind, die euch nicht so wirklich wehtun, aber trotzdem von eurem Gehaltsbudget abgehen, fortfahren. Und damit sind wir dann auch bei der Partie. Und dann gucken wir mal. Erste Mal, glaube ich, dass ich auf alle richtig zugreifen kann. Also nicht alle, weil es sind ja einige verletzt, aber alle zugreifen kann im Sinne von Fitness. Und ja, Tom Murphy hat den Fitnesstest bestanden und kann maximal 60 Minuten eingesetzt werden. Das ist neu zum letzten Teil. Das gab es dort noch nicht, diese Nachricht, dass der Physio dir Bescheid sagt, dass er den Test bestanden hat und du den eventuell auch einsetzen könntest. 60 Minuten. Ist er also fit? Den nehmen wir mal mit. Wir lassen aber Never Change a Winning Team, das Team so, wie wir das zuletzt auch aufgestellt haben. Haben aber jetzt die Auswechselbank mal aufgefüllt und sind damit soweit zufrieden. John Coffey, unser Mann von der Bank. Payne, unser Mann vom Start weg. Und ja, einer braucht dann noch eine Rückennummer. Das ist der Luke O'Neill, obwohl er schon bei uns war. Bin natürlich dann aus dem Kader gestrichen, muss seine Nummer abgeben, muss dann eine neue Nummer beantragen. Dementsprechend, das war ja der Spieler, der uns wieder mit auf die Bank gepackt. Und ja, unsere Mindesterwartungen sind ja in die erste Runde des FA Cups zu kommen. Dafür müssen wir jetzt Beaconsfield schlagen. Und ja, mal schauen, ob die Taktik, die wir uns ausgewählt haben und ich euch zum
weiter und damit absolut in unserer Erwartungshaltung, haben also das Spiel, das wir auch haben gewinnen müssen, sage ich mal, gewonnen. In 2 Tagen steht die FA Cup-Auslosung an, dann geht es in der Liga weiter. Wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr sagt, wow, da möchte ich wissen, wo es demnächst weitergeht, dann schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, Kentrigo HD präsentiert den Football Manager 2016 und dann